ich da auch mal reingucken? Die größte Auswahl. Können Sie gerne tun, klar. Echt? Nein. Wieso sagen Sie nein, wenn die Polizisten ja sagen, wenn ich mal in den Motor gucken darf? Ach so, natürlich. Also ich wollte in Sie gucken. In den Motor gucken. Kannst du auch eine Runde fahren? Ich darf eine Runde fahren, also das würde ich jetzt nicht ohne Erlaubnis der PDs hier machen, weil nicht, dass ich deswegen in den Knast komme, weil Sie mir das erlauben. Ich wollte nur höflich sein. Weil das wäre vielleicht dann Diebstahl des, also wäre ja eigentlich nur geliehen. Nein, ist eine Probefahrt. Achso, ist eine Probefahrt, okay. Ja, dann können wir darüber reden, wenn ich die Probefahrt für Sie mache. Habe ich das Verkaufsschild wieder vorne drinnen liegen gelassen oder wie kommt das hier zu der Probefahrt? Nein, auf keinen Fall. Na, guck mal, es ist so, er ist ja jetzt im Moment allein hier. Das heißt, ich habe trotzdem viel Ahnung, gerade wenn da Hören und Sonstiges bei Autos. Und wenn er jetzt aber nachher das andere Auto reparieren muss, kann er dann schon mal das Auto anfangen zu reparieren, das andere, während ich dann kurz Probe fahre, um sicher zu sein, dass hier nichts mehr locker ist und alles in Ordnung ist. Glaub mal, dann würde ich lieber fahren und dir die Arbeit hinterlassen. Richtiger das heißt, Gentleman. Ich fahr und du machst mich schmutzig. Sie wollen, dass ich mich schmutzig mache? Naja, na. Ich muss weg. Das kommt jetzt auch drauf an, in welchem Kontext, ne? Ja. Ja. Arbeitsmäßig. Ach so. Die Hände spucken. Ja. Auch da kommt es wieder auf den Egal, lassen wir das. Ja, doch, ich finde das sehr gut. Sie sind mir sehr sympathisch, der Herr. Wie ist Ihr Name? Holz ist mein Name. Holz, Herr Holz. Alles klar, Herr Holz. PD-Nummer? 10. 10. PD 10, Holz, alles klar, gemerkt. Also sollte ich mal unten im Gefängnis sein, ich möchte nur mit dem Herr Holz sprechen. Der ist toll. Ich habe es noch nie geschafft, da unten ins Gefängnis zu kommen. Das kann man ändern. Das geht ganz leicht. Kann ich da mal rein? Oh ja klar, du musst einfach den Officer einen reinhauen. Dann kommst du ganz schnell rein. Können wir das bitte nicht ausprobieren? Ich wollte gerade sagen, können wir das bitte nicht ausprobieren? Gibt es noch viele andere Sachen? Ja. Also ich sag mal, wenn sie einen Officer schlagen, dann ist das tatsächlich ein Freifahrtschein, ja. Ja, meine ich. Hast du das mal gemacht oder was ist los mit dir? Nein. Officer schlagen. Schau dir doch mal diese schönen Gesichter an von denen. Da kannst du dich reinschlagen. Deins vielleicht eher, aber okay. Ja, bei manchen Officern kannst du das machen, also. Ach, eigentlich kannst du mit allen Spaß haben. Ja, eben. Oh, haben sie eine ganze Tür verloren oder was ist das da? Kommt halt immer nur drauf an, mit dem einen kannst du mehr Spaß haben, mit dem anderen weniger. Ja. Aber Sie kenne ich, glaube ich, auch noch nicht. Sie haben mich auch noch nicht durchsucht. Ja, ich bin Frau Black. Sie sind Frau Black? Oh, ich glaube, ich habe schon mal von Ihnen gehört. Aber Sie haben mich noch nicht durchsuchen müssen. Die Frau Spirelli war da. Ja, das könnte sein. Aber ist ja nicht schlimm. Ich bin ja immer wieder rausgekommen. Weswegen sind Sie denn immer wieder drin gewesen? Bis jetzt. Ja, wegen Anschuldigungen, die nicht stimmten. Ah. Ja. Das würde ich jetzt auch sagen. Natürlich, ist ja auch so. Letztens war es deswegen ja auch nur eine Minute und dann war ich wieder draußen. Darf ich auch mal durchsucht werden irgendwann? Sie können das bestimmt jetzt haben. Die Dame durchsucht sie bestimmt. Oder der Herr. Allgemeine Kontrolle. Ey, lieber warum nicht. Wer weiß, was sich da alles findet. Ja, ich sag mal so, es ist keine Taschenlampe. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Stehen Sie jetzt auf Männer oder auf Frauen, muss man jetzt mal kurz fragen. Oder vielleicht stehen Sie auf beides. Bei wem ist jetzt nicht die Taschenlampe aktiv? Also ich stehe auf Frauen. Okay. Und dann haben Sie stets das Gerät dabei, oder? Natürlich wenn Sie jetzt sagen, das ist keine Taschenlampe, dann müssen Sie ja das Gerät stets griffbereit haben. Ich sag mal so, unter uns, das sind nur zwei Paar Socken. Zwei Paar Socken? Ja, aber... Sind das die verkrusteten Socken von unter Ihrem Bett, oder wie? Oh, scheiße, Leute! Nein, das sind stets frische. Ach so. Na, wenn Sie die immer schön in die Waschmaschine wieder packen, dann ist das ja wenigstens gut. Ansonsten, irgendwann finden Sie die wieder und dann macht... Nein. Ah, gut. Ja, okay. Oh Gott, nee. Nein, nein. Ja, dann erstmal vielen Dank für die Reparatur. Was sind wir Ihnen schuldig? Gar nichts. Hm? Aha, also jetzt muss ich PDler sein, damit ich hier kostenfreie Reparaturen kriege? Nein, wir haben doch hier den Vertrag, ne? Sicher, dass das ein Vertrag ist oder ist das hier jetzt so eine, damit Sie das nächste Mal gehen lassen und so? Ich glaube, das muss ich mal überprüfen. Nein, ich glaube wegen $200 lassen Sie mich. Schenkung und so, ne? Ja, ich glaube, das wird hier jetzt gleich überprüft. Ich werde gleich mal die Frau Wolf anrufen.
wie das hier ist mit sowas erlaubt, Korruption und so. Oh, das ist aber schwere Anschuldigung. Nein, nein. Naja, nein. Ich habe, also mal ganz ehrlich, wenn er jetzt einfach sagt, ich schenke Ihnen das einfach, diese 200 Dollar, und Sie das jetzt nicht auch noch annehmen, ich weiß ja nicht, wie das hier in diesem Staat ist mit Schenkung an Polizisten. Nee, es ist keine Schenkung, wir haben oder Bestechung. Oder? Ja, Schenkung, Bestechung, das genau. Das bekommt Schenken jeden Monat eine Rechnung von uns. Mhm. Von 2 Dollar. 10 hört kommen. Und von daher... Nee, das ist schon eine ordentliche Rechnung. Boah. Mhm. Einmal 10-2, Ihr Funk ist sehr schlecht, komm. Liegt bestimmt an diesem schrecklichen Wetter. Ja, 10-4 kann ich machen. Frage, Ride-Along freie Zeit oder Ride-Along kommen? Alles klar, 10-4. Gut, dann fahren wir einmal zusammen zum 10-19, Frau Black. Ja, genau. Oh, sitzt ihr noch Ride-Along? Dürft ihr. Nee. Schon sagen. Hätte ich jetzt auch nicht so eingeschätzt. Wir sind, beziehungsweise ich, so, ja doch, Frau Black kann man eigentlich auch derweil dazu zählen, Personalebene. Ach so, sehr schön. Sehr gut. Dann habt ihr ja immer viel Arbeit und viel Stress wahrscheinlich. Ja, kommt drauf an. Genau. Relativ. Ja, dann wollen wir sie mal nicht aufhalten. Ja. Perfekt. Dann wünschen wir den Herrschaften und Damenschaften einen angenehmen Abend. Ebenso. Jo, und lassen Sie Ihre Taschenlampe da, wo sie hingehört, ne? Ja, bitte. Ich bin viel zu arm, ich kann mir gar keine leisten. Ja. Dann will ich nicht wissen, was es stattdessen. Ja. Herr Holt. Bitte? Danke der dafür. Für was? Einfach für gerade. Danke. Ihr sollt aufhören, mich hier zu mobben. Was? Ich mobbe nicht. Doch. Nee.